Der Muschus Ochse, auch als Bisa, Moxe oder Schafsochse bezeichnet, ist ein Paar Hufe aus der Unterfamilie der Antilopinae. Innerhalb dieser gehört er in die Verwandtschaftsgruppe der Ziegenartigen. Die bis zu 1,50 Meter hohen männlichen und bis zu 1,30 Meter hohen weiblichen Tiere sind Bewohner der arktischen Tundren und heute ursprünglich nur noch in Grönland, Kanada und Alaska zu finden. 1974 wurde jedoch in Nordsibirien auf der taimur halbinsel eine Herde Muschusochsen aus Kanada und Alaska wieder erfolgreich angesiedelt. Der Bestand wird heute auf 3000 bis 4000 Tiere geschätzt, kleinere Herden leben inzwischen auch in Norwegen und Schweden. Paläontologie Die Vorläufer der heutigen Muschusochsen entwickelten sich vor etwa einer Million Jahre in der Tundra des nördlichen Zentralasien. Die ältesten Fossilien der Moschusochsengattung Ovibos wurden in Deutschland gefunden und stammen aus der Mindeleiszeit. Diese Pleistozänen Muschusoxen unterscheiden sich von der heutigen Form durch größere Körpermaße und sonstige Merkmale und werden deshalb zoologisch meist als eigene Art eingestuft. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich über die nördlichen Teile Eurasiens und Nordamerikas, dass sie vor etwa 500.000 Jahren über die Beringstraße erreichten. In besonders kalten Zeitabschnitten zogen sie sich weit nach Süden zurück und gelangten bis nach Ungarn, Frankreich und vermutlich sogar Nordspanien. Am Ende der Würmeiszeit gingen vor allem die Bestände der eurasischen Vorkommen zurück, vermutlich durch das Verschwinden der Mammutsteppen und trockenen Tundren verursacht. Diese trockenen Flächen wurden durch feuchte Mustundren und dichte Wälder abgelöst, die den Muschusochsen als Lebensraum wenig zu sagen. In Eurasien hielten sie sich am längsten auf der Taymyr-Halbinsel, von wo sie erst vor etwa 4000 Jahren verschwanden. Das Aussterben der eurasischen Muschusochsen fällt zeitlich mit dem der letzten Mammuts auf der nordsibirischen Wrangelinsel zusammen. Im Norden von Nordamerika und in Nordostgrönland überlebten die Muschusochsen dagegen bis in die Gegenwart. Paläontologische Funde zeigen, dass der Moschus-Ochse die letzte nicht ausgestorbene Art eines mehrere Arten umfassenden Hornträgerzweiges ist. Sein Überleben verdankt der Moschus-Ochse offenbar der Anpassung an extrem kalte Standorte. Die ausgestorbenen Arten waren dagegen an wärmere Klimazonen angepasst. Während des Pleistozäns war der größer und schlanker als Moschatus gewachsene helm ochse in Nordamerika weit verbreitet. Mit der Bestimmung seiner Fossilfunde tat sich die zoologische Forschung schwer. Zunächst hielt man den Helm Murschus ochsen für eine ausgestorbene Bisonart, dann wurde Buthrium, heute allgemein als Weibchen von Symbosca wie Franz eingestuft, als eigene Gattung beschrieben. Andere fossile Murschussochsen waren Eucerathrium colinum, eine angebirgsgegenden angepasste Murschussart, und Sergelia mayfiedi, Herkunft des Namens. Ihren Namen verdanken die Moschusochsen dem Umstand, dass die Männchen zur Paarungszeit eine Substanz in den Urin abgeben. Die Moschusartig süßlich riecht, eine Moschusdrüse wie etwa der Muschushirsch besitzen die Moschusochsen nicht. In Inuktitut, der Sprache der Eskimos, heißt der Moschusochse um Imak. Der lateinische Artname Ovibos bedeutet Schafsochse und geht auf die obsolete Annahme zurück. Moschusochsen seien eine Kreuzung aus Rindern und Schafen, Verbreitung. Heute leben Moschusochsen in größerer Zahl in Grönland, Kanada, Sibirien und Alaska sowie als kleinere Herden in Norwegen und Schweden. Allerdings ist nur ihr Vorkommen im Norden Kanadas und im Nordosten von Grönland natürlichen Ursprungs. In Alaska wurden die Moschusochsenbestände um die Wende zum 20. Jahrhundert ausgerottet. Eine Wiederansiedlung gelang. Nachdem grönländische Muschusochsen in den 1930er Jahren auf der vor der Westküste Alaskas gelegenen Insel Nunivak ausgesetzt wurden und sich von dort wieder entlang des arktischen Festlands verbreiteten, Wiederansiedlungen in anderen Regionen Grönlands in Sibirien und in Norwegen verliefen ebenfalls erfolgreich. Im norwegischen Dovrefjell Nationalpark bedurfte es allerdings 20 Jahre dauernder Versuche bis 1947 die Wiederansiedlung einer Moschusherde gelang. Aktuell leben im Dovrefjell Nationalpark etwa 300 Tiere. Heute in Schweden lebende Tiere entstammen einer aus einem Bullen, zwei Kühen und zwei Kälbern bestehenden Herde, die 1971 von Norwegen hierher wechselte. Auch auf der im Nordpolarmeer gelegenen russischen Wrangelinsel, die 2004 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde, konnten Moschusochsen nachhaltig ausgesetzt werden, sie bilden inzwischen eine Herde von etwa 100 Tieren. Ebenso gelang die Ansiedlung auf der Taimur-Halbinsel. Ansiedlungsversuche auf Island sind dagegen bislang gescheitert. Lebensraum und Lebensweise. Moschusochsen bevorzugen als Lebensraum niederschlagsame Tundren. Sie tolerieren große Kälte, sind aber empfindlich gegen anhaltende Feuchtigkeit. Überwiegend halten sie sich in tiefer gelegenen Ebenen und Flusstälern auf, in denen sich während des Sommers Schmelzwasser und die geringen Niederschläge auf dem Permafrostboden sammeln und eine für arktische Verhältnisse saftige Vegetation wachsen lassen. Sie ernähren sich von Holzgewächsen wie Birken und Weiden, von denen sie die Blätter abstreifen, und von Kräutern wie Sauergräsern, Süßgräsern. Flechten und Moosen. Männliche Tiere weisen nur während einer Zeit von zwei Monaten im Jahr eine positive Nahrungsbilanz auf. Und während weiterer vier Monate ist ihre Nahrungsbilanz neutral. Weibliche Tiere haben während fünf Monaten im Jahr eine positive Nahrungsbilanz und während der verbleibenden sieben Monate eine negative Nahrungsbilanz. Beide Geschlechter zehren während des langen arktischen Winters von ihren Fettreserven. Die Weibchen nutzen darüber hinaus ihre Fettreserven in den Zeiten, in denen sie ihre Kälber säugen. Gelingt es einem Tier wegen schlechter Weide und Wetterbedingungen nicht, eine für den Winter ausreichende Fettreserve aufzubauen. Droht der Hungertod, meist im Spätwinter und zu Frühjahrsbeginn, von der Anwesenheit der Moschusochsen profitieren eine Reihe anderer Tierarten. Schneermann und Spornermann etwa polstern ihre Nester mit der überall in der Tundra zu findenden weichen Muschusochsenwolle aus im Winter fressen. Eishasen und Schneehühner von den von Muschusochsen freigescharten Pflanzen. In der Nähe von Muschusochsen beobachtet man nicht selten auch Polarfüchse, doch gibt es dafür bisher keine Erklärung. Körperbau. Muschusochsen besitzen eine stämmige Gestalt mit dicken, vor Kälte schützenden Fettpolstern. Auffällig sind der Burkel über der Schulter und der im Verhältnis zum übrigen Körper große Kopf. Ausgewachsene Tiere tragen außerdem eine ausgeprägte Mähne, die vom Widerrest bis zum Hornansatz reicht. Die männlichen Tiere wiegen 300 bis 400 Kilogramm, sind 2,50 Meter lang und erreichen eine Schulterhöhe von ca. 1,50 Meter. Die Kühe wiegen 200 bis 300 Kilogramm, werden 2,30 Meter lang und bis zu 1,30 Meter hoch. Die bei beiden Geschlechtern kräftig ausgebildeten Hörner sind mit nach oben gerichteten Spitzen gebogen. Die Hornbasen an der Stirn der Männchen sind als elastische Wülste verdickt und verbreitert, die der Weibchen dagegen dichter beieinander. Die Hörner werden als Waffe gegen Raubtiere und von männlichen Tieren während der Brunft eingesetzt. Sie fangen schon beim vier- bis sechswöchigen Kalb zu wachsen an, doch ist die Hornbildung erst um das sechste Lebensjahr abgeschlossen. Etwa gleich lang dauert es auch, bis die Weibchen ihr Endgewicht erreicht haben, während bei den Männchen das Wachstum erst ein Jahr später endet. Augen das Auge des Muschusochsen ist an die besonderen Bedingungen des arktischen Lebensraums gut angepasst. Große Pupille und hochempfindliche Netzhaut gewähren einerseits ausreichende Sehfähigkeit, wenn die Sonne während der Wintermonate unter dem Horizont bleibt und als einzige Lichtquelle Mund und Sterne dienen. Andererseits kann sich die Pupille zu einem horizontalen Schlitz verengen oder ganz verschließen und so vor Schneeblindheit schützen. Außerdem schützen Pigmentkörperchen die Netzhaut vor blendendem, von Schnee reflektiertem Sonnenlicht. Die Hufe sind breit, rund und scharfkantig. Mit den größeren Vorderhufen sind die Moschusochsen in der Lage, Schnee wegzukratzen oder Eis aufzubrechen. Fällt das lange? Dichte Fell der Muschus Ochsen ist aus mehreren unterschiedlichen Haararten zusammengesetzt und reicht fast bis zu den Hufen hinunter. Vor allem das sehr dichte Winterfell lässt die Tiere massig erscheinen. Gegen Ende des Winters ist dieses Haar ausgeblichen und die Fellfarbe überwiegend gelbbraun statt dunkel bis schwarzbraun. Am Sattel und an den Füßen kommen auch hellbeige bis gelbbraune Haarfarben vor. Skrotum und Euter sind graubisch. Einzelne Tiere und auch manche Populationen haben helle Haare auch im Gesicht. Ältere Tiere sind generell etwas heller gefärbt. Unmittelbar auf der Haut liegt ein dichtes, fünf Zentimeter langes Unterfell aus feiner Wolle. Es bedeckt das ganze Tier außer an Hufen, Hörnern und einer kleinen Stelle zwischen Nüstern und Lippen. Sein Wechsel erfolgt in den Monaten Mai bis Juli. Darüber liegt eine Schicht grober Schutz- oder Grannenhaare, die wesentlich länger sind und vor allem Hinterteil, Bauch. Flanken und Kehle bedecken, das längste Schutzhaar wird an der Kehle getragen, daher der Name um Immac. Die Haut besitzt keine Teigdrüsen, weshalb die Haare Wasser und Regen nicht abweisen können. Die an eine überwiegend trockene Umgebung gewöhnten Tiere sind besonders gefährdet. Nässe führt bei ihnen nicht selten zu tödlich endenden Erkältungskrankheiten. Kälber haben bei der Geburt zimtfarbenes Deckhaar und ein Unterfell aus dunkler Wolle, das sie gemeinsam mit den Isolierer in den Fettdepots vor der Kälte schützt. Das längere Deckhaar erscheint erstmals am Ende des ersten Lebensjahres. Wie erwähnt verlieren die Moschusochsen zur Mitte des Sommers ihre Unterwolle, da ihr Wechsel nicht gleichzeitig mit den Grannenhaaren erfolgt und die feinen Wollhaare an den haften bleiben. Wirken die Tiere eine Zeit lang sehr zottig. Die Unterwolle der Moschusochsen zählt zu den feinsten natürlichen Fasern. Bezogen auf ihr Gewicht ist sie achtmal wärmer als Schafswolle und so weich wie die Unterwolle der Kaschmirziegen. In Alaska hat man deshalb Versuche unternommen, Moschusochsen als Wollelieferanten zu domestizieren. Aus dem Fell der halbzahmen Tiere wird die Unterwolle von Hand herausgekämmt und zu hochwertigen Schals und Pullovern verarbeitet. Ein domestizierter Moschusochse liefert durchschnittlich 2,5 Kilogramm Wolle im Jahr, woraus Wolgan von rund 18 Kilometer Länge mit einem Handelswert von ca. 8.200 US-Dollar hergestellt wird. Die Wolle ist unter der Inuktitut Bezeichnung Kiwiut im Handel. Fortpflanzung Weibliche Moschusochsen werden im Alter von etwa vier Jahren fortpflanzungsfähig. Männliche Tiere erreichen ihre sexuelle Reife nach sechs Jahren nur in lebensräumen mit außergewöhnlich guten bedingungen wie sie beispielsweise im norwegischen dorfrevier gegeben sind werden die tiere früher geschlechtsreif die paarungszeit liegt in den sommermonaten juli und august die kuh ist sieben bis neun monate trächtig und gebiert meist nur ein kalb das bei der geburt etwa zehn bis 14 kilogramm wiegt jährliche geburten sind möglich das hängt jedoch von den bedingungen des lebensraums ab bei der Geburt verfügt das Kalb über einen Vorrat an braunem Fettgewebe, das der Wärmeproduktion dient. Der Biogeograf Lavas, University of Nottingham, berichtet, dass es einem moschus kalb möglich ist, diesen Brennstoffvorrat so zu nutzen. Dass 13 mal so viel Wärme freigesetzt wird, wie bei einem Menschen im Ruhezustand. Die Säugezeit beträgt bis zu 15 Monate, obwohl die Kälber bereits eine Woche nach der Geburt zu grasen beginnen. Verhalten. Verhalten in der Herde während des Sommers umfasst eine Herde 5 bis 15, im Winter bis zu 100 Tiere. Der Naturessayist und Fotograf Barry Lopez erklärt, dass es problematisch ist, aus einzelnen Beobachtungen auf die Herdenzusammensetzung und typische Verhaltensmuster zu schließen. Er hebt bei den Muschusochsen als einzigartig unter den Wiederkäuern hervor dass sie besonders engen Körperkontakt zueinander halten und selbst während der Flucht Schulter an Schulter und Flanke an Flanke galoppieren. Die Herden verhalten sich jedoch nicht nur während der Flucht synchron. Auch die Fress- und Ruhephasen, die jeweils 100 bis 150 Minuten dauern, werden von der gesamten Herde eingehalten. Anders als Rentiere und insbesondere Karibus unternehmen Moschus Ochsen keine großen Wanderungen sondern durchziehen täglich langsam ihr Revier und legen dabei durchschnittlich etwa zwei Kilometer zurück. Bullen wie Kühe beeinflussen die Bewegung der Herde und ihr Verhalten. So ergaben zum Beispiel Beobachtungen in Norwegen, dass dort stets eine ältere Kuh die sich möglichst gradlinig bewegenden Tiere anführt. Auch liegen die Sommer- und Winterreviere häufig nur wenige Kilometer auseinander. Im norwegischen Dorf Rifjell, wo für die Tiere besonders gute Lebensbedingungen herrschen, halten sie sich das ganze Jahr über in einem Gebiet auf, das nur etwa 8 dreizehn 13 Kilometer misst. Die natürlichen Feinde der Moschusochsen sind Polarwölfe, gelegentlich auch Eis- und Braunbären. Bei Angriffen fliehen die Tiere zunächst an einen etwas erhöhten oder flach mit Schnee bedeckten Ort und wenden sich dann in einer phalanxförmigen Aufstellung mit dem Gesicht dem Angreifer zu. Werden sie zum Beispiel durch Wölfe eingekreist, ist diese Phalanx kreisförmig, die Jungtiere stehen geschützt innerhalb dieses Kreises. Einzelne Tiere, Bullen, Kühe, aber auch Halbwüchsige, brechen dann immer wieder aus dem Kreis aus und attackieren die Angreifer. Wölfe sind bei ihrem Angriff nur erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, ein solches attackierendes Tier von der Herde abzudrängen. Oder wenn sie durch eine Lücke in der Phalanx ein Kalb ergreifen können. Während der Brunftzeit kommt es unter den Bullen zu beeindruckenden Rangkämpfen. Zu den Drohgebärden vor dem eigentlichen Kampf gehören neben herausforderndem Brüllen das Reiben der Voraugendrüsen am Boden oder am Vorderbein und während eines langsamen und steifbeinigen Parallelschritts das seitliche Zeigen von Hörnern und Kopf. Beim eigentlichen Kampf galoppieren die Bullen frontal aufeinander zu und prallen mit den Stirnen vollwucht aufeinander. Dies kann sich bis zu 20 Mal wiederholen. Der Aufprall ist dabei so heftig, dass einer der beiden Kämpfer nicht selten auf die Hinterkeulen zurücksinkt oder beide Tiere sich aneinander hochrichten. Zum Kampfverhalten gehört es auch, dass die Widersache einander in die Seiten stechen und sich so gelegentlich sogar tödlich verletzen. Verlierer sondern sich in der Regel von der Herde ab und leben in der Folge einzelgängerisch oder schließen sich mit anderen männlichen Tieren zusammen. In der Herde werden sie nur noch geduldet, wenn sie sich gegenüber dem Leitbullen unterwürfig verhalten. Die Werbung um die Weibchen beginnt im Juni. Der Leitbulle folgt dann seinen Weibchen, beriecht sie ausgiebig und beginnt mit angehobenem Kopf zu flehmen. Die Werbung wird bis August immer intensiver. Zur Paarung bleibt die Kuh stehen, während der Bulle aufreitet und ihre Flanken mit den Vorderläufen umklammert. Natürliche Todesursachen. Die Weibchen werden selten älter als 20 Jahre, die Bullen vergreisen dagegen schon mit etwa 15 Jahren. Hauptsächliche Todesursache ist das Verhungern, wenn im Vorjahr nicht ausreichende Fettreserven aufgebaut werden konnten, um den langen arktischen Winter zu überstehen. Auch Tod durch Erfrieren oder Ertrinken ist üblich, wenn Tiere im Frühjahr durch das Eis der zugefrorenen Flüsse brechen. Meist werden die geschwächten Ochsenopfer von Raubtieren Manche sterben auch an Verletzungen, die sie sich während der Brunftkämpfe zugezogen haben. Mensch und Muschusochse Für eine mit Gewehr ausgerüsteten, von Jagdhunden begleiteten Jäger sind Muschusochsen leichte Beute. Da die Tiere beim Angriff von Hunden wie bei dem von Wölfen ruhig in einem Verteidigungsring verharren und so ein ideales Ziel abgeben. Für die Eskimos waren Muschusochsen seit jeher wertvolles Jagdwild. Das ihnen neben Fleisch, Haut und Wolle lieferte, selbst Horn und Knochen wurden genutzt und der kurze Schwanz als Mückenwedel. Die Jagd auf Moschusochsen erreichte gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Die großen Polarexpeditionen nutzten das Fleisch der Moschusochsen nicht nur zur menschlichen Ernährung, sondern auch als Futter für Schlitten und Gespanne, auch Walfänger schätzten Moschusochsenfleisch. Die Hudson's Bay Company trieb schwunghaften Handel mit den Fällen, zwischen 1888 und 1891 verkaufte die HBC gemäß eigenen Berichten 5408 Moschusochsenfälle. Zum Niedergang der Moschusochsenpopulation trug auch der Ankauf von Kälbern durch zoologische Gärten bei. Zum Einfangen der Kälber schoss man die erwachsenen Tiere einer Herde einfach nieder und auf diese Weise dürften für die 250 Moschus-Ochsen-Kälber, die zwischen 1900 und 1925 an Zoos verkauft wurden, circa erwachsene Tiere hingemetzelt worden sein. Nach bekanntwerden der Fangmethoden stellten die Zoos nach 1925 den Erwerb von Moschus-Ochsen ein. In Kanada sind die Muschusochsen seit 1917 und in Teilen Grönlands seit 1974 unter Schutz gestellt. Die Bestände haben sich dadurch wieder deutlich erholt. Aus Gründen der Traditionspflege hat Kanada den dort lebenden Inui eine beschränkte Bejagung erlaubt. Seit 1970 sind den Inui jährlich 20 Muschusochsen zur Jagd freigegeben, Felle und Wolle dürfen verkauft werden. Auch in Grönland ist außerhalb der Nationalparks eine begrenzte Jagd erlaubt. In Alaska wird versucht, Moschusochsen so weit zu domestizieren, dass die Wolle gewonnen werden kann. Die UCN führt den Moschusochsen gegenwärtig nicht als bedroht. In Deutschland sind nach der aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes erlassene Bundesartenschutzverordnung Handel und Einfuhr von Moschusochsen verboten. Um die Jagd nicht zu begünstigen, Bestandstabelle Moschusochsen sind dem Menschen relativ selten gefährlich. In Norwegen wurden zum Beispiel bislang zwei Menschen von angreifenden muschusochsen getötet. Da sich bedroht fühlende nicht immer flüchten, sondern ihre Verteidigungsstellung einnehmen und von dieser aus Unversehens angreifen können, wird den Besuchern des Dorfrafiels nahegelegt. Einen Abstand von mindestens 200 Meter zu den Tieren einzuhalten, mit Hunden sogar von mindestens 500 Meter Unterarten. Alaska-Muschusochse in Alaska, Kanada und Russland. Grönland-Muschusochse in Grönland, Zweibad, Norwegen und Schweden, mit weißem Fellfleck auf der Stirn. Nächste verwandte Tierarten. Als am nächsten verwandte Tierart galt nach bisherigem Wissensstand der nordtibetische Takin. Als weitere Verwandte wurden der Seerau, die Gemse, die Schneezige und der Mähenspringer angesehen. Die nahe Verwandtschaft zwischen dem Takin und dem Moschus-Ochsen wurde von Wissenschaftlern seit 1850 vermutet. Da sich beide Tiere in Körperbau und Verhalten ähneln, genetische Untersuchungen der Wissenschaftlerin P.A.M. Grovis bestätigen dies jedoch nicht. Ihre Untersuchungen legen stattdessen nahe, dass der nächste Verwandte der Goral ist eine kleine Ziegenart aus Asien, die sich vom Muschus Ochsen äußerlich deutlich unterscheidet.